Guten Morgen. Weißt du, wie das bei mir geht, dass neue Programme geboren werden? Ich sehe irgendwo ein Wort, ich meditiere und dann gehe ich mit den Hunden spazieren und dann geht's BING! Und dann ist das Programm geboren. Stop Drama Queen. Hey! Aber man muss doch ein Ziel haben. Man muss doch wissen, wo das Programm hinführt. Ja, das weiß ich doch nicht. Wo dein Programm mit mir dich hinführt. Da, wo du hin willst, da kannst du nämlich hin. Alles ist möglich. Aber wichtig ist im Moment mal, dass du nicht mehr möchtest. Und wenn das die Drama Queen sein sollte, so, oh, ich habe da so einen netten Zusammenschnitt von Aufnahmen eben gemacht. Wenn ich mir durch den Kopf gehen lasse, wer in den letzten 20 Jahren so als, oder 30, so als Drama Queen bei mir in der Kanzlei vorbeigelaufen ist, du liebe Scheiße. Und ganz ehrlich, ich bin auch lange Zeit drauf eingestiegen und habe gesagt, oh, ist ja furchtbar. Und genau diese Fans, die brauchst du ja als Drama Queen, ne? Wenn du mal ehrlich bist. Wenn du aber es selber leid bist, dich selber leid bist, mit dem, im Grunde genommen weißt du ja, es ist nicht alles scheiße. Du tust aber so. Und wenn du das nicht mehr willst, wenn du da einfach mal aussteigen willst, dann ruf mich einfach mal an. Wir machen 6 Wochen Programm. Und nach diesen 6 Wochen bist du wie frisch gewaschen. Von innen. Und wenn du das magst, wenn jetzt einfach deine Seele sagt, das klingt gut, dann meld dich einfach. Dann lassen wir die Drama Queen gemeinsam in 6 Wochen sterben. Und du wirst so viel Spaß haben, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Wer bin ich denn überhaupt? Was erzähle ich denn da? Ja, also ich bin seit 30 Jahren Scheidungsanwältin. Wenn ich mich mit Drama nicht auskenne, dann weiß ich es nicht. Nein, Quatsch. Entschuldigung. Es ist einfach so, dass ich das Drama leid bin. Und wegen des Leidseins des Dramas habe ich viele, viele Techniken und Tools, Werkzeuge, Englisch, mir angeeignet und unterrichte sie jetzt, wie man das Leben einfach geil finden kann. Wie man das Drama wie eine Welle surft, weil es ist halt da. Ist ja nicht schlimm. Ist da. Und darf gehen. Zack, in eine Welle. Oder hast du dich schon mal ins Meer gestellt und hast versucht, die Wellen anzuhalten? Nee, ne? Aber die Drama Queen macht das. Jeden Tag. Und deswegen ist das Leben von der Drama Queen auch so anstrengend. Ich wollte ein ganz kurzes Video machen. Er hat jetzt nicht geklappt. Sollte man das zusammenschneiden? Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht. Wenn du willst, aussteigen aus der Drama Queen. 6 Wochen Programm mit mir. Meld dich einfach. Über den Linktree. Du weißt, ganz viele Kanäle. Mach sofort. Schieb das nicht auf. Wenn es dich anspricht, mach's. Weil wenn ich eins gelernt habe, dann ist es entscheiden. Hab einen schönen Tag. Die Entscheidungsanwältin Paragrafen Silvia geht demnächst mit dem Gimbal. Dank ihrem wundervollen Menti Patrick geht die demnächst mit dem Gimbal und es wackelt nicht mehr. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Das war das letzte Wackelvideo von Paragrafen Silvia.